Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt's gesehen. Ich habe mein Food-Wander-Paket zurückbekommen von der lieben Martina. Sie ist eine Abonnentin jetzt auch von meinem Kanal. Die liebe Irene hat angefragt, ob sie Lust hat, bei meinem Food-Wander-Paket mitzumachen. Und ich freue mich sehr, dass die Martina dabei ist. Sowie auch noch die liebe Leonie. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig an deinen Namen erinnert, liebe Leonie. Sie ist auch Abonnentin von der lieben Irene, von Irenes Boxenwelt und mehr. Und dann auch rübergeswitcht zu meinem YouTube-Kanal und sie ist jetzt auch dabei. Aber die Martina und die Leonie, die haben keinen eigenen YouTube-Kanal, sondern packen einfach für sich privat mein Food-Wander-Paket aus, nehmen sich Teile raus. Natürlich legen sie auch wieder Teile zurück und schicken das Paket dann weiter. Und ich habe euch dann von diesen beiden Menschen, habe ich dann ein Foto jeweils bekommen und habt es euch in der Community-Spalte dann eingefügt. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, was die sich eben rausgenommen haben. Ja, so habe ich gedacht, handhab ich das, dass ihr es trotzdem sehen könnt, was die beiden sich rausgenommen haben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ihr zwei. Ja, und jetzt wünsche ich allen erstmal hier viel Spaß beim Zuschauen. Ich wollte noch sagen, bevor ich das Paket, hier ist es nämlich, auspacke, es ist so schwer wieder, auspacke, wollte ich euch noch sagen, schaut gerne unten in die Infobox vorbei, da verlinke ich euch nämlich alle YouTuber, die da mitmachen. Da könnt ihr mal bei denen vorbeischauen und stöbern und dann seht ihr nämlich auch, was die jeweiligen sich rausnehmen in den einzelnen Videos dann von denen. So, und ich gucke jetzt auch mal in mein Päckchen. Ich werde es dann wieder weiterschicken in ein paar Tagen. Da startet dann die nächste Runde. Oh, wir haben hier ein oder zwei Karten. Ich gucke gerade mal. Oder wir haben eine Karte. Wow, wie schön ist die bitte. Und ein Zettelchen hier. Ah, ich habe schon gerade gelesen von der Martina mit einem Pferd, wie süß. Ich lese die erst mal vor. Ich hoffe, ich darf die vorlesen, liebe Martina, das Zettelchen. Hallo Mädels, ich freue mich, dass ich hier mit dabei bin. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf viele schöne Runden. Liebe Grüße, Martina. Vielen lieben Dank dir für diese kleine Notiz, liebe Martina. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Jetzt lese ich noch die Karte vor. Ich hoffe, es ist auch okay. Ich glaube, von der Irene. Ja, ich glaube, oder? Und da ist noch ein Zettelchen. Von der Carla ist, glaube ich, gleich hier noch ein Zettelchen. Kleiner hängt da auch noch mit drin in der Karte. Also jetzt lese ich erstmal das von der Irene vor. Hallo miteinander. Ich freue mich, bei eurem Paket ab jetzt dabei sein zu können. Ihr habt ein wirklich tolles Paket mit tollen Produkten. Ich hoffe, euch gefällt, was ich reingepackt habe. Lieben Gruß, Irene. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Produkte super sind. Dankeschön, Irene, für deine lieben Zeilen. Und dann schreibt sie noch, glaube ich zumindest, von der Irene, PS, das Glas und die beiden Flaschen habe ich am Verschluss zugeklebt, damit hoffentlich nichts aufgeht. Ist alles neu und unbenutzt. Okay, gut, ja, das ist immer am sichersten, wenn man es nochmal verschließt, gut. Und dann, glaube ich, ist die kleine Notiz von der Carla. Vielen Dank, dass ich auch hier dabei sein darf. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr findet meine Produkte auch interessant und lecker. Liebe Grüße, Carla. Vielen lieben Dank dir auch, Carla, für diese kleine Notiz. Ich freue mich riesig. Oh, super. Ist halt ja echt süß, dass ihr da noch was alle dazu geschrieben habt. Guckt, der kleine Zettel ist von der lieben Carla. Wie süß von euch. Vielen Dank. So, jetzt packe ich wirklich mal aus. Jetzt haben wir fast schon 4,5 Minuten. Habe ich gequatscht. So. Ui, das sehe ich schon was. Ah, was ist denn das? Oh, Red Wine, Swiss Original Red. Das ist ja lustig. Das ist das Weingummi. Das fühlt sich so von der Konsistenz wie Weingummi an. Also das kommt auf jeden Fall auf die Vielleicht-Seite. Das nehme ich mir vielleicht schon mal raus. Das ist doch lustig, so gedrehte rote Teile. Wow, interessant. Mich würde ja immer interessieren, wer das reingepackt hat alles, ne? Sehr cool. Also das kommt auf die Leichtseite. Ja, genau. Für Bea, liebe Grüße, Carla. Diese Teile habe ich mir nämlich schon mal
rausgenommen, aber ich glaube, das war nicht in meinem Foodwanderpaket von der lieben Irene, das Wanderpaket. Da habe ich mir von Breakers diese Cracker rausgenommen und ich habe mit der lieben Carla kommuniziert per WhatsApp und sie hat mir geschrieben, dass sie noch so eine Packung hat und ich weiß nicht, ob sie es nicht essen darf oder ob sie es nicht schmeckt, weil ich glaube, sie hat auch eine Glutenunverträglichkeit und deswegen hat sie es mir reingepackt, die Packung. Die ist für mich so als Goodie. Vielen, vielen lieben Dank, dir, liebe Carla. Ich freue mich riesig, die waren so lecker. 100% trocken sind das, diese Cracker und die waren so gut. Einfach, ich freue mich, dass ich jetzt noch eine Packung habe. Tausend Dank dir, liebe Carla. Ah ja, was haben wir da? Java-Kekse mit Kirschgeschmack. Zartes Gebäck mit fruchtiger Füllung und Schokolade. Also entweder mag man die oder man hasst sie, glaube ich, oder? Also ich, bei mir ist es weder noch. Ich mag sie, ja, sie sind okay, aber ich muss sie jetzt nicht unbedingt haben. Dann haben wir ein Meerkornporridge von Dr. Oetker. Ja, Porridge mache ich mir, wie die liebe Carla auch schon in ihrem Video gesagt hat, mache ich mir auch selber. Weil, ich weiß nicht, wir können jetzt mal gucken, was da die Zutaten sind. Vollkornhaferflocken, Agaven, Dicksaftpulver, Gerstenflocken, Weizenflocken, Dinkelflocken. Ja, das geht eigentlich, da ist nur Agaven, Dicksaftpulver drin. Mache ich mir persönlich keine Süße rein im Porridge, mit Früchten höchstens. Aber deswegen nehme ich das nicht, weil ich brauche da nicht unbedingt Zucker drin. Aber ich finde es eigentlich sonst ein gutes Produkt. Leute, da ist so viel drin in dem Paket. Oh, Nudeln. Erdbeerpaste. Erdbeernudeln? Was ist denn das mega cooles? Ist das süß dann? Es gibt ja auch so eine süße Nudel, die man machen kann. Guckt mal. Die sind auch eingefärbt rot. Was ist da drin? Hartweizengrieß, Erdbeerpüree. Erdbeersirup, Zitronensaft, färbende Lebensmittel, rote Beetepulver, Schwarzkarottenkonzentrat. Die Erdbeerpaste al dente kochen, ohne Salz, eventuell mit Zucker. Lecker mit frischen Erdbeeren, mit Spargeln und Basilikumsoße. Als Erdbeerspargelpfanne oder als Dessert mit Früchten an Vanillesoße. Ja, ich würde es super gerne probieren, aber ob ich das dann so zubereiten würde, weiß ich nicht. Deswegen nehme ich es wahrscheinlich nicht und lasse es für die anderen drin. Aber ich finde das ja ein super, super spannendes Produkt und habe ich noch nie gesehen. Erdbeerpasta, kennt ihr das? Das ist ja interessant, also sowas Spannendes. Dann haben wir von Just Spices ein Avocado-Topping, ihr Lieben. Wow, ich liebe Avocado-Topping. Ich liebe das. Und ich habe es letztens nicht bekommen. Nicht beim Lidl. Die haben ja auch eine Abteilung, wo Just Spices drin ist. Und auch beim Edeka habe ich es nicht gekriegt. Deswegen habe ich eins von Ostmann genommen, ein Avocado-Topping. Das finde ich aber, muss ich euch sagen, nicht so gut wie das von Just Spices. Dieses hier nehme ich. Deswegen nehme ich das mir auf jeden Fall safe raus. Da habe ich nämlich dann was im Backup, wenn das von Ostmann alle ist oder ich... Nimmst zwischendurch mal her von Just Spices schon. Und das ist so lecker auf Avocado einfach oder auch mit Avocado aufs Brot und dann dieses Topping drüber. Das kann ich euch so empfehlen. Und das nehme ich auf jeden Fall raus. Das ist so lecker, weil das sind so richtige Pyramidenkristall-Salz drin und das ist so toll. So, ihr Lieben, dann machen wir weiter. Wie gesagt, das Paket ist so gut gefüllt. Von Maggi haben wir Nudelcups Chicken Taste. Mit schwarzem Pfeffer und Chili. Ich weiß, dass von Maggi diese Asia-Nudeln nicht so lecker schmecken. Also mir zumindest nicht. Das ist ja echt immer Geschmackssache. Deswegen nehme ich mir die nicht raus. Von anderen Marken finde ich die nämlich leckerer, solche Asia-Nudeln. Dann haben wir wieder drin so Pretzels-Pieces. Diese Pizza mit Pizzasauce. Ja, die kommt auf den Vielleicht-Stapel, setze ich die bei mir jetzt auch, weil die sind super lecker, solche Pizza-Pretzel-Dinger. Und die haben echt einen leckeren Geschmack, bestimmt auch von dieser Marke. Die kenne ich zwar noch nicht, aber allgemein sind solche Brezelstücke super lecker. Also auf Vielleicht. Dann haben wir Knickknacks drin mit Käsegeschmack. Oh ja, Knickknacks bin ich persönlich nicht so ein Fan. Ich zeige die euch mal, so schauen die aus.
sind halt mit Käse diesmal. Kenne ich noch nicht. Wäre sehr spannend, finde ich. Wäre cool zu probieren. Ist auch eine limitierte Edition mit Käse. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde die Anni fragen. Sie ist momentan auf der Arbeit. Werde ihr ein Foto davon schicken und werde ihr und hoffe, dass sie mir schnell antwortet, dass ich euch noch sagen kann am Ende ja, was ich auch rausnehme. Und da frage ich sie einfach mal, ob sie diese möchte, weil dann würde ich sie für sie nämlich rausnehmen, weil ich glaube, sie mag Knickknacks und Käse auch. Also kommt auf die Vielleicht-Seite schon mal. Dann haben wir, oh, was ist das? Ein Sojagewürz. Guckt mal, das sieht ja auch interessant aus, diese Verpackung. Ein Sojagewürz. Jetzt muss ich mal gucken, was da drin ist. Sojami verstärkt und verbessert den Grundgeschmack der Gerichte, ohne dabei im Vordergrund zu stehen. Zum Abschmecken aller Art von Gerichten. Und was ist da drin? Bio-Würzpulver aus fermentierter Soja mit Bio-Gewürzen, Zutaten, Bio-Sojabohnen, Bio-Weizenmalz, Roggenmalz, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze. Ja, ich finde so Gewürzmischungen interessant, wie gesagt. Aber ich glaube, ich würde dieses nicht wirklich hernehmen, weil ich nicht wüsste, für was ich es benutzen soll so wirklich. Ich glaube, da kann man wirklich alles damit würzen, aber ich lasse es lieber noch mal drin, denn wenn ich es dann nicht hernehme, ist es auch schade. Dann ein Alltime Favorite, ein Mr. Tom, dieser Erdnussriegel hier. Mr. Tom mag ich leider nicht so, deswegen geht der weiter. Oh, dann haben wir von Sour Patch Kids Watermelon, Wassermelonen, Gummitiere so. Ja, Wassermelone Geschmack ist sehr lecker, aber nee, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt, auf Gummitiere momentan. Deswegen gehen die auch weiter. Dann haben wir süßes Popcorn von Chio, ein Mikrowellenpopcorn. Ich muss sagen, ich mag gesalzenes Popcorn lieber als süßes. Aber das ist ja wirklich super Geschmackssache. Manche sagen, oh, gesalzenes Popcorn geht gar nicht. Habe ich früher auch gedacht. Und dann habe ich es nochmal probiert, ein zweites Mal. Und seitdem schmeckt es mir so gut. Im Kino nehme ich, wenn dann, auch immer gesalzenes Popcorn. Schreibt mir gerne mal, ihr Lieben, ob ihr süßes oder gesalzenes Popcorn mögt am liebsten. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile in manchen Kinos auch gemischt, süß und salzig. Das ist auch gut, aber das geht weiter. So, dann haben wir hier was Eingepacktes. Das ist, glaube ich, eine Glasflasche. Ah, lecker Schweppes Herbal Tonic Water. Ah, das glaube ich, nehme ich mir raus. Bei diesen heißen Tagen, schön mit Eiswürfel gekühlt, schmeckt es so gut. Wer hat das rein? Ich vermute, das hat die liebe Irene reingetan, oder? Sage ich jetzt einfach so mal. Ja, das Schweppes nehme ich mir auf jeden Fall raus. Das kaufe ich mir selber nie, fragt mich nicht, warum nicht, aber ich liebe es. Also das kommt auf jeden Fall auch auf die Haben- oder Nimm-Seite. Dann habe ich hier einen Fenchel-Anis-Kümmeltee, einen Kräutertee von Mevolis, vom DM. Das muss ich sagen, ist ein tolles Produkt bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal von der Marke hatte, Fenchel-Anis-Kümmeltee. Aber ich finde super, dass mal ein Tee drin ist und auch so ein ja, Wohlfühl- oder wohltuender Tee drin ist, wenn man mal Verstimmungen hat. Dann ist so ein Tee wirklich sehr, sehr gut und finde ich super, dass so ein Tee mit reingelegt wurde. Ich überlege, ob ich den nehme tatsächlich. Ich frage, glaube ich, die Anni, ob wir den nehmen. Weil es kann sein, dass wir diesen so eine noch daheim haben, von einer anderen Marke dann eben nur. Ich frage mal die Anni auch. Also auf die Vielleicht-Seite. So, dann haben wir wieder ein Getränk. Super. Oh, das ist ja eine tolle Flasche. Die schaut cool aus. Ich kann die Marke nicht aussprechen, aber ist auf jeden Fall mit Peach, also mit Pfirsich, Fizz. Fizz bedeutet mit Kohlensäure, oder? Ich
ich weiß es gerade nicht. Ah ja, genau, mit Koffein aber. Also es ist so ein Energy Drink, aber guckt mal, die Verpackung, und hier ist es ein bisschen so erhaben, so eine Struktur drin, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Ach, das ist ja eine tolle Verpackung, Mensch. Aber das ist halt so ein Energy Drink und das lasse ich mal weitergehen. Da freut sich bestimmt jemand anderes, weil Energies, ja, habe ich es nicht so. Oder vielleicht mag das die Annie haben. Aber da ist halt Zucker drin, ne? Nein, ist Zero Zucker, also null Zucker. Okay, dann kommt es auf die Vielleicht-Seite. Mache ich ein Foto für die Annie auch wieder und frage sie, ob sie das mag. Weil manchmal trinkt sie nämlich so Energies. Diese Red Bull trinkt sie manchmal ohne Zucker. Oh, wir haben noch mal einen Tee. Der ist gut. Ich glaube, den habe ich momentan auch zu Hause. Oder ich hatte ihn auf jeden Fall schon. Der ist super. Von was rede ich? Von diesem guten Abendtee mit Melisse, Lavendel und Fenchel. Auch von DM Bio. Klasse, dass ein Tee drin ist, habe ich ja schon gesagt. Und finde ich toll, dass so ein Abendtee auch dabei ist. Aber ich glaube, ich habe noch Abendtees oder so. Ja, Wohlfühl-Beruhigungstees habe ich, glaube ich, noch. Aber finde ich eine klasse Idee. Wer den rein hat oder die zwei Tees, hast du super gemacht. Prima. Finde ich klasse. So, dann haben wir wieder eine Glasflasche, ihr Lieben. Oder nee, es ist Plastik, aber es ist eingepackt, weil es ja auslaufen könnte. Oh, rauchig scharfe Barbecue-Soße. Oh ja, ich muss Barbecue-Soße nehmen. Ich habe so gut wie nie eine Barbecue-Soße daheim, aber ich liebe Barbecue-Soße. Und wenn wir nochmal grillen sollten, dann nehme ich die safe mit. Smoky Chipotle, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Mega cool, ja. Da ist zwar auch Zuckerlikör drin, lese ich gerade, aber das ist ja normal bei den Soßen. Ja, die auch nehme ich safe. Und dann habe ich das nächste Mal fürs Grillen gleich was. So, dann haben wir noch mal was eingepacktes. Oh, von Rewe Beste Wahl, Chili Sin Carne, ein veganes Chili. Oh, wie cool. Ist das Salz drin? Ja, Zucker drin. Ja, da ist Zucker drin, leider. Ah, ich überlege aber trotzdem, ne, als schnelles Gericht mal, wenn man Hunger hat, überlege ich mir, das trotzdem rauszunehmen. Wer hat das rein? Das könnte die Carla reingelegt haben. Schade, dass man das immer nicht weiß. Chili Sin Carne, ja, richtig cool. Also kommt auf die Vielleicht-Seite. Oh, dann haben wir noch. Was haben wir da? Was ist das? Bonbons auf jeden Fall. Milk Candy. Also Milch mit Milch. Also so Süßigkeiten. Bonbons mit Milch. Oh, die sind bestimmt auch super lecker, ne? Aber oh, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die auch vielleicht geben soll. Ja. Oh, sind die gut? Hat schon jemand von euch probiert? Derjenige vielleicht, der sie reingelegt hat? Ah, die müssen auch vielleicht doch, ja. So. Oh ja, ich glaube, die muss ich rauslegen oder rausgeben. Die sind leider kaputt gegangen. Ja, die laufen auch schon so lange mit. Die habe ich nämlich mal reingelegt von Mama, diese Nudeln hier mit Gemüsegeschmack. Ja, die gebe ich jetzt raus. Weil das bringt es ja nicht, wenn die so. Ja, die sind total zerkleinert hier. Die mache ich mir dann zwar einfach mal, weil ich schmeiße sie ja gern weg, dann Lebensmittel, die sind ja noch haltbar, aber ich werde ja, die einfach rausnehmen. Das bringt es ja dann nicht. So, dann haben wir, ah ja, also so ein Pasta-Gewürz. Ah ja, auch interessant. Solche Gewürze, ich mag allgemein Gewürze sehr gerne. Was ist das alles? Meersalz, Basilikum, Oregano, süße Paprikaflocken und Estragon. Ja, spannend, ne? Könnte ich mir auch vorstellen zu nehmen. Richtig cool. Spannend, ja. Auch vielleicht. So, ihr wunderbaren Menschen, wir haben hier noch das letzte Produkt auch schon. Was ist das? Guckt mal, wie schön das eingepackt ist. Wow, so ein Tütchen. Das mache ich jetzt mal auf. Nochmal in der Tüte so eine coolen eingepackt mit Kirschen. Wow, wie schön. Oh, I love it. Wer hat sich da die Mühe gemacht, das so schön einzupacken in so schönen Tüten? Was ist das eigentlich?
100% Natural Syrup. Ah, ich muss. Was ist das? Ich zeige es euch mal. Ein Sirup. Kann man das einfach ins Wasser geben? Oder ist es fürs Kochen? Oder was ist das? Für was verwendet man das denn? Ich muss es googeln. Das steht jetzt auf Englisch drauf und ich weiß nicht, was Maple Syrup, Pure Maple Syrup und Cane Syrup, was das bedeutet. Ihr Lieben, ich schreibe es euch mal jetzt hier hin, ob man das fürs Backen verwenden kann oder wie gesagt ins Wasser geben kann. Oder, ja, weiß ich nicht. Also ihr seht es ja jetzt hier. Ich hoffe, ich habe es dann auch rausgefunden. Ja, aber ich glaube, das nehme ich dann nicht, weil ich habe nicht so die Verwendung, glaube ich, dafür. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt mich erstmal ins Off begeben. Fragt die Anni. Hoffe bald eine Antwort von ihr auch zu bekommen. Und dann zeige ich jetzt euch noch die Produkte, die ich behalte. So, ihr Lieben, bei mir ist es jetzt Zeit vergangen schon. Die Anni hat mir mitgeteilt, dass sie nichts von den drei Produkten, die ich ihr gezeigt habe, möchte. Aber ich zeige euch jetzt die Sachen, die ich auf jeden Fall behalte. Einmal das Avocado-Topping natürlich. Dann diese roten Gummiteile hier. Das Chili Sin Carne werde ich mir auch nehmen. Außerdem diese coole Barbecue-Soße werde ich behalten. Dann werde ich das Schweppes auf jeden Fall gleich in den Kühlschrank stellen und auch behalten. Und zu guter Letzt werde ich mir noch diese Milchteile hier nehmen. Wie viele Sachen habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diesmal habe ich mir 6 Sachen rausgesucht. Ich freue mich. Ja, ich bin super gespannt auf die ganzen leckeren Sachen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und auch vielen Dank euch anderen, die ihr bei dem Paket mitmacht. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, wir gehen in eine nächste, weitere tolle Runde. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!